Wenn du auf Slingbags, also Rucksäcke, die nur auf einer Schulter hängen können, wo du schnell zugreifen kannst, stehst, dann wirst du das Tasmanian Tiger Model A Slingbag 20 lieben. Wenn du wissen willst, warum das so ist und was mein Test über 9 Monate sagt, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Tasmanian Tiger Slingback Modular Slingback, um genau zu sein, so viel Zeit muss sein. 20. Ich habe das Teil seit Anfang, also Jänner 2020 im Einsatz. Ich habe es bei Trainings dabei gehabt. Ich habe es im urbanen Bereich dabei gehabt. Einfach beim Spazierengehen mit den Kindern. Ich habe es auf Herz und Nieren getestet, dieses Teilchen hier. Und ich kann dir nur sagen, dass es wirklich was drauf hat, wenn du auf die Art von Rucksäcken stehst. Und da mag ich gleich ein bisschen über die Funktionalität sprechen. Schau mal her, da gibt es ein Sling, ne, zum Umhängen sozusagen, den Tragegurt. Und dieser Tragegurt ist hier mittig angebracht und dann kannst du aussuchen, durch Einhängen hier unten oder durch Einfädeln, so muss man richtig sagen, durch Einfädeln hier unten, entweder auf dieser Seite oder eben auf dieser Seite, kannst du es wahlweise auf dieser Schulter tragen oder eben auf der anderen. Ich habe mich für diese Trageweise entschieden, weil mir das die liebste ist. Aber du kannst auch sagen, hörst, ich brauche überhaupt kein Sling. Ich brauche überhaupt keinen Riemen, es interessiert mich alles überhaupt nicht. Dann klackst du das hier an dieser Stelle ab und gibst den Gurt, aha, da hängt noch was vom letzten Training, das geht mir gleich weg. Pfui, pfui, ein bisschen aufpassen auf das Zeug, ja, ich weiß eh. Und gibst das hier und klappst das ein und dann ist ja, der Gurt fast versteckt. Du musst dann nur noch, das mache ich jetzt hier an der Stelle nicht, weil es ein bisschen zu aufwendig ist, dieses Teilchen hier da reinschieben. Das gibt es auf beiden Seiten. Und dann ist das eine ganz normale Tasche eben zum Tragen. Ich finde das praktisch, ich finde das gut gemacht. Auch und deswegen mag ich Tasmanian Tiger, weil die beim Arbeiten nachdenken. Das ist meine feste Überzeugung. Ich meine, ich weiß es nicht, aber ich nehme es an. Weil sonst müssten die jedes Mal zufälligerweise das Richtige tun. Also die denken nach beim Arbeiten. Nämlich, schau mal her, wie das Ganze hier gelöst ist. Da ist hier diese kleine Glättfläche. Da ist auch übrigens das Stück von dem Fichtenast hängen geblieben. Und so klebst du das her und es ist zu. Es ist nicht wasserdicht, aber es ist zu. Ich mag das. Ich mag das, wenn beim Arbeiten nachgedacht wird. So, hier bei diesem Sling gibt es da vorne Lasercut-Mollestreifen, wenn du auf das stehst. Ich meine, wenn du drauf stehst und wenn du sagst, ich brauche da vorne noch ein Toolpocket oder was auch immer, das geht sich hier alles wunderbar aus. Das ist überhaupt kein Thema für Taschenlampe oder für ein Messer oder was weiß ich was. Ja? Gut, das ist einmal das eine. Dann seitlich, auf beiden Seiten siehst du hier, sind diese Mollestreifen. Hier, dann ist ein kleiner Abstand und dann ist das nächste. Also ich zähle ab, 1, 2, 3, 4 mal 2, 1, 2, 3, 4 mal 2 auf beiden Seiten. Und auch das Frontfach. Ja, also am Frontdeckel, so muss man sagen, 1, 2, 3, 4 mal 2, wenn dir das wichtig ist. Dann erklärt, dass man irgendein Patch draufgeben kann, was weiß ich. Ja. Dann hier eine Fronttasche. Ich muss gestehen, ich habe die nie im Einsatz gehabt. Ich habe dann, oder nicht wissentlich, ja. Ich habe da jetzt keine Idee dazu. Übrigens, dieses Slingbag ist noch von meinem letzten Überlebenstraining gepackt, aber das ist auch okay. Dann hier, schau mal her, wie weit das hier runter geht, dieses zweite Frontfach am oberen Bereich. Und da gefällt mir, dass sie wieder nachgedacht haben. Schau mal her, der Zip geht nicht bis ganz nach unten. Und dadurch ergibt sich hier so eine kleine Staufläche. Das heißt, du kannst hier Zeug, kleines Zeug, ich weiß halt nicht, was du so mit dir herumträgst. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier von meinem iPhone diese Teile da reingeben mag, diese Kopfhörer, dann fallen die nicht raus. Das ist super gemacht, das taugt mir. Ist wunderschön, ist wirklich wunderschön. Dann hier eine Netztasche, die ist nicht geschlossen, die ist offen als Schubfach. Das heißt, das könnte, wenn man jetzt runterklappt, könnte was rausfallen. Wobei, man legt den ohnehin so her, aber das ist eine andere Sache. Dann hier ein D-Ring, ja, da oben ist ein D-Ring. Und da diese Reihe mit diesem Flexi-Cord oder Flexi-Band. So, das war mal die Front. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, von dieser Seite, schau mal her, da ist nichts, aber von dieser Seite, das ist richtig schön versteckt, hier ist ein Zip, da ist auch noch einmal eine Tasche,
geht von dieser Naht bis zu dieser Naht hier nach unten. Also da geht auch noch das eine oder andere rein, nimmt aber den Raum natürlich nach innen ins Hauptfach. Und das Hauptfach, das zeige ich dir am Boden. Und zwar aus gutem Grund, denn wenn du das jetzt so herlegst, kannst du hier den Zip öffnen und dann macht sich hier, toll, macht sich das auf. Also im Endeffekt kannst du das vor dir hinlegen, aufmachen und kannst dann auf die gesamte Ausrüstung zugreifen. Wie gesagt, ich habe das noch vom letzten Überlebenstag, Survival Day, gepackt. Also da ist urviel Zeug drin. Ja? Feuerstähle, Messer, Steripan, Filter, also alles, was ich so bei einem normalen Basic-Tag herzeige oder was wir herzeigen, ich oder meine Kollegen. Und dann gibt es einmal hier wiederum diesen Frontbereich. Und da hast du drei Taschen und das finde ich sehr gut. Das ist aufgebraucht, da waren Tampons drinnen, die sind alle verbrannt. Dann im zweiten Fach habe ich jetzt hier für meine Trainingssache eine Rettungsdecke oder mehrere Rettungsdecken war da drinnen, die haben wir auch gebraucht und verwendet. Und dann im dritten Fach habe ich Streichhölzer. So, jetzt geht es nicht darum, was ich da einpackt habe, aber das Schöne ist, dass du hier eine Ordnung gleich ins Leben reinbringst, ins Rucksackleben und sagst, okay, ich brauche jetzt die Rettungsdecke und nicht herumkramen musst, sondern aufreißt und zugreifst. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann das ganze Zeug, das gehe ich da jetzt nochmal raus. Ist dann urviel Arbeit, das wieder einzuräumen, aber hier ist mir alles nichts zu blöd für dich, damit du siehst, worum es dabei geht. Du hast dich vielleicht noch erinnert, dass ich modular gesagt habe, ne? Modular, Slingback. Und das liegt wieder daran, dass wir bei Tasmanian Tiger wieder das Innenleben mit dieser Glätt bzw. mit diesem Mollenstreifen haben. Glätt, die ganzen Taschen, die es da gibt, die habe ich auch schon einmal vorgestellt. Alles billige Eigenwerbung natürlich. Ich gebe dir den Link in meinen Shop, da kannst du auch die dazugehörigen Taschen kaufen. Taschen, die hier angebracht werden können, zum Rausnehmen. Das ist super. Und zwar auch auf der Seite oder eben Molle, wenn du darauf stehst. Auf dieser Seite ist noch ein Fach, das geht über die komplette Länge bis ganz nach unten. Wie du siehst, auch da könnte man was reinschieben. Habe ich jetzt keine Idee dazu, gebe ich zu. Aber ja, ist so, vielleicht hast du eine Idee, was man damit tun könnte. Und das ist... Ja, schon einmal das Innenfach, dann gibt es noch ein Fach und das zeige ich dann wieder im Stehen. Und zwar hier seitlich, das gibt es nur von dieser Seite zum Aufmachen. Und zwar da drinnen, da ist auch wiederum so ein Klett-Dingsbums. Das wäre zum Beispiel zum Verdecktragen von irgendeiner Waffe. Ich meine, du musst bedenken, Schusswaffe, ne? Du musst halt bedenken, das Ganze ist das Tasmanian Tiger. Und das ist taktische Ausrüstung. Und dass das nicht für die Kindergartenkinder ist, die drin ihre Jause drin haben und ihre Hauberl und ihre Handschuhe, wenn sie dann im Kindergarten in den Garten rausgehen, ist klar, das ist für Einsatzkräfte. Und die brauchen manchmal mehr als nur das, wo man gut zureden kann. Und das ist eine Möglichkeit durch schnelles Zugreifen. Zwei Wege Reißverschlusssystem hier an dieser Stelle, weil den Rucksack kann man nämlich von beiden Seiten zugreifen, das zeige ich dir dann nachher. Und auch das ist gut gemacht. Habe ich noch nicht im Einsatz, weil ich keine Einsatzkraft bin. Aber das ist jetzt mal so gegeben. Ich möchte gleich noch etwas hinzufügen und das ist jetzt etwas Allgemeines zu diesem Slingback, zu dieser Slingback-Geschichte her. Schau mal her. Ah, damit ich es nicht vergesse, du könntest natürlich auch eine... Da kann man Ausrüstung durchstecken und wenn du da willst, da irgendeine, da zum Beispiel, das kommt dann hier an der Stelle raus und du kannst auch hier dein Trinkblaserl, die ich ja überhaupt nicht leiden kann, habe ich auch einmal ein Video gemacht, gebe ich da oben den Link, anbringen, alles gut. Aber, wenn ich jetzt dieses Slingback hier hernehme, dann ist ja das Schöne, dass ich zugreifen kann, ne? Und zwar entweder so, und da ist hier an der Stelle gleich einmal der dazugehörige Haltegriff, oder... Ja, über die andere Seite. Man weiß nicht unbedingt, ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber man kann es auch da tun. Also man hat auf beiden Seiten diesen Haltegriff. Und das ist natürlich eine coole Sache. Ob es wichtig ist und richtig ist, ist eine andere Sache. So, und jetzt könnte man hier nach vorgehen. Und da ist es jetzt genau an der falschen Stelle. Da müsste ich umbauen. Denn dann hätte ich hier das auf dieser Seite hier vorne, könnte aufmachen, könnte dann auch zugreifen auf meine Kanone. Achso, das ist nur ein Zeigefinger und ein Daumen, aber du kannst das vorstellen. Und dann habe ich meine Kanone. Also gut, für mich Zivilist ist das natürlich keine Idee. Würde aber gehen. Das gesamte Slingback, ich habe schon viel darüber gesprochen, es ist mir bewusst, ist einfach gut gemacht. Du kannst auch hier, schau mal her, da sind da so kleine Schlaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, ohne es hundertprozentig zu wissen, ich bin mir ziemlich sicher, dass man da zum Beispiel jetzt irgendwie so ein Flexicord einfügen
könnte, damit man auch weitere Ausrüstung anbringen kann, wenn man das denn wollte. Ich weiß nicht, ob das die Idee dahinter war, aber es soll so sein. Aber was mir an diesem Rucksack, an diesem Slingbag taugt, im Vergleich zu vielen anderen, die ich habe ja auch andere, dass erstens einmal die Verarbeitung, über das brauchen wir nicht reden, das ist TT, ja, aber dass die nachdacht haben beim Arbeiten. Und das meine ich bei so Kleinigkeiten. Ne? Ich meine, okay, das ist schon mittlerweile Standard, dass man beim Lasercut unten ein Loch macht, damit wenn der Regen kommt, man da kein Problem hat. Es ist schön, dass es mittig angebracht wurde und nicht irgendwo auf der Seite. Es ist hier ein Schlauchfall dabei, dass wenn man das jetzt enger stellt, aus welchem Grund auch immer, weiß ich nicht, wenn man ein bisschen dünner gebaut ist als ich, wenn ich das mal so sagen darf, dann braucht man natürlich nicht so viel Gurt, dass man den Überstand hier schön verstecken kann. Und das sind halt Sachen, die sind bei TT standardmäßig und die gibt es natürlich auch bei anderen Herstellern oder anderen Billigherstellern, was nicht unbedingt schlecht jetzt gemeint ist, aber vom Allgemeinen, die dann mit der Zeit da ausfranzen und dann stehen da irgendwelche so Fendel weg. Und das hasse ich wie die Pest, ja. Das hasse ich wie die Pest und das ist mir hier, Gott sei Dank, noch nicht passiert. Das war's. Vielleicht habe ich noch irgendeine Funktion vergessen, dann schreib sie mir unten als Kommentar. Was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung zu Slingbag allgemein? Hast du dieses Teil hier im Einsatz? Natürlich billige Eigenwerbung gibt es im Shop in unterschiedlichen Farben. Ich habe es jetzt hier in Coyote Braun, aber gibt es auch in Oliv und in Schwarz, wenn du nicht so auffallen willst. Was hältst du davon? Wie siehst du das? Was ist dein Einsatzgebiet? Ich habe, glaube ich, eh schon einmal erzählt, was mein erstes Slingbag war. Ich glaube, das war ein, also nicht ein taktisches, sondern ein normales von Jack Wolfskin, glaube ich, ja, Jack Wolfskin. Ja, müssen auch leben. Und das ist so ein kleines gewesen und das habe ich, als ich früher noch in einem Büro gearbeitet habe für jemanden anderen, bin ich mit der U-Bahn gefahren in Wien und da war das praktisch, das so nach vorne zu ziehen und die Ausrüstung da zu haben und in der U-Bahn so zu stehen und Geldbörse und andere Dinge, die man halt gerne hat und nicht unbedingt gestohlen werden will oder was auch immer, ja, nicht, dass überall Diebe herumlaufen, aber doch immer wieder in den U-Bahnen. Das ist praktisch, das ist zum Beispiel mein Einsatzgebiet, daher mag ich das gern. Oder hier mit dieser Survival-Ausrüstung beim Survival Day, einfach aus dem Grund, weil ich dann schnell zugreifen kann und die Sachen habe. Und das ist, das finde ich das Gute, ohne dass ich ablegen muss. Aber hat natürlich den Nachteil, das muss auch klar sein, ja, das ganze Gewicht liegt auf einer Schulter. Was ist deine Meinung? Schreib mal einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten, Link in meinem Shop, ganz klar, findest du auch. Hier, Abo dalassen, da geht es auch in den Shop. Ein anderes Video. Es war mir wieder eine Freude, dass du dabei warst, dein René Osmann. Bis bald und...